Ich habe gehört, heute wird in Werlte ein 20-Fuß-Container verschoben. Aber dies selbstverständlich auf einem multifunktionalen Containerchassis aus dem Hause Krone mit veränderbarem Radstand. Und derer baut Krone sogar zwei. Zum einen den bewährten ELTO 6, zum anderen den neu entwickelten ELTO 70. Beide Fahrzeuge bieten verschiedene Radstände, die jeweils über die Zugmaschine eingestellt werden. Und beide Fahrzeuge ermöglichen im Zusammenspiel mit Front- und Heckausschub die ideale Lastverteilung. Und nun erhebt sich die Frage, warum gleich zwei Fahrzeugkonzepte? Der TO 70 mit seiner Mittelteleskop-Bauweise und dem hochfesten Stahl S700 ist konsequent auf Leichtbau konstruiert und unterstützt somit in idealer Weise die Anforderungen der SOLAS-Richtlinie. SOLAS steht für Safety of Life at Sea und schreibt zwingend die Verwiegung eines jeden Überseecontainers vor, bevor er auf das Containerschiff verladen werden darf. Und jedes Kilogramm, was wir beim Containerchassis einsparen, kommt der Nutzlast des Containers zugute. Allerdings darf der Radstand des TU 70 nicht mit aufstehendem Container verändert werden. Das heißt also, dass der Container zur schnelleren Entladung beim Kunden schon im Hafen heckbündig gestellt werden muss. Nun hat der TU 70 bekanntermaßen das patentierte Kompaktheck, mit dem er in der Regel um bis zu einer Tonne mehr Druck an der Triebachse der Zugmaschine erreicht, was aber nicht in allen Fällen ausreicht, um die 25%-Regel zu erfüllen. Beim grenzüberschreitenden kombinierten Verkehr sind die gerade erwähnten 25% des Fahrzeuggesamtgewichtes als Druck auf die Triebachse der Zugmaschine zwingend vorgeschrieben und werden auch gerne von der Polizei kontrolliert. Um also beim Transport Cross-Border immer auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt sich der Einsatz des seit Jahren bewährten Containerchassis TU 6. Der TU 6 nimmt den Container im Hafen mittig auf, hat also bei der Fahrt zum Kunden immer optimalen Druck auf der Triebachse und schiebt dann das Chassis beim Kunden angekommen zusammen, sodass der Container zum Entladen sauber heckbündig steht. Und wie so häufig im Leben hört man, du kannst nicht alles haben. Du musst dich entscheiden. Entweder oder. Aber nicht so im Hause Krone. Wir können sowohl SOLAS mit dem TU 70 als auch Cross-Border mit besagtem TU 6. Typisch Krone. Wie immer an alles gedacht.